Die kleine Stadt am großen Wald, die Nationalparkstadt Frankenau, erlebte heute einen großen Tag, denn der Grundstein bzw. der Spatenstich für das neue Gesundheitshaus direkt neben dem Rathaus wurde unter dem Beisein von zwei Staatsministern vollzogen. Thema mitgehabt. Hallo. Aber die kommt dann Herborn. Jürgen, dreh dich mal bitte um. Jürgen. Freut sich. Jürgen, dreh dich mal bitte um. Ja. Dankeschön. Und der Klose nee, darf auch hier hingucken. Okay. Ja, kein Problem. Vorhin. Der Fahrer. Wir hatten schon. Danke, Peter vom Kreuz. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll bei so vielen prominenten Gesichtern und vielen Gesichtern hier vor mir. Also es freut mich sehr auf jeden Fall, dass ich Sie alle hier im Namen der Nationalparkstadt Frankenau begrüßen darf zu unserem obligatorischen Spatenstich zum neuen Gesundheitszentrum, was hier in Frankenau gebaut wird. Ich glaube, ein ganz besonderes Ereignis für uns als Stadt Frankenau. Aber man sieht es ja auch an dem Publikum, was einfach hier ist. Es ist was ganz Besonderes für unsere ganze Stadt, für die ganze Region. Und da freut es mich einfach umso mehr, hier so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Namentlich, ich glaube, ich kann sie nicht alle nacheinander aufzählen, das würde zu lange dauern. Aber ich fange einfach mal hier vorne an mit unserer Staatsministerin, mit der Frau Hinz, mit unserem Staatsminister Herrn Klose. Daneben haben wir den Herrn Landtagsabgeordneten Jürgen Frömmrich. Dann haben wir die Iris Bubiger als Vertretung und Frau Daniela Sommer, die stellvertretende Kreistagsvorsitzende. Frau Claudia Ravensburg, auch unsere Landtagsabgeordnete von hier. Herr Rainer Hesse, wo habe ich ihn? Da ist er, der Kreistagsvorsitzende ist auch da. Und ansonsten auch allen anderen Ehrengästen, allen Mitgliedern der städtischen Gremien, die hier vertreten sind, die potenziellen Mieter, die vertreten sind. Also allen, die da sind, auch die Vertreter der Stadtverwaltung des Bauhofes. Herzlich willkommen. Herr Bredeler ist auch da. Mein Vorgänger, schön, dass Sie es geschafft haben, hier zu sein. Ja, herzlich willkommen hier in Frankenau. Ja, gemeinsam, wie gesagt, wollen wir heute den Spatenstich begehen. Ich glaube, es ist schon für unsere Region hier etwas ganz Besonderes, etwas ganz Tolles. Und da möchte ich einfach auch mal Danke sagen. Danke, ein EKW habe ich eben vergessen. Ach, liebe Leute. Das hole ich natürlich nach. Kalte die Fräse. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich wollte gerne Danke sagen, einfach an allen, die bisher hier beteiligt waren an dem Projekt. Es ist ja schon einiges in der Pipeline vorher gewesen. Wie gesagt, auch vielen Dank an meinen Vorgänger an dieser Stelle. Ich glaube, man muss auch mal Danke sagen an die städtischen Gremien in dem Falle, die einfach diesen Weg mitgegangen sind, ja, diesen Meilenstein hier für Frankenau und für die ganze Region ins Rollen zu bringen. Und deswegen an dieser Stelle dafür vielen Dank. Vielen Dank auch an den Landkreis Waldeck-Frankenberg und auch an die Gesundheitszentrum Waldeck-Frankenberg GmbH, die uns immer begleitet haben auf dem ganzen Weg hierher. Und vielen Dank an unseren Architekten Hendrik Pape, den ich auch nochmal ganz herzlich begrüßen möchte, an dieser Stelle für die komplette Planung. Ehrengäste und Gäste, tatsächlich ein wichtiger Tag auch für den Landkreis Waldeck-Frankenberg heute Morgen hier in Frankenau. Denn das Gesundheitszentrum, das ist eines der beiden Leuchtturmprojekte bei der Fortentwicklung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Wattenberg sind wir schon einen kleinen Schritt weiter, aber in Frankenau beginnt das jetzt und ich bin sehr froh über den heutigen Tag. Ich will mich ausdrücklich bei allen denjenigen bedanken, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Wenn ich in Richtung von Ihnen, Herr Staatsminister Klose, schaue, ist das ja kein einfacher Weg, in diesen Zeiten medizinische Versorgung neu zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Gleichwohl ist das unbedingt erforderlich. Wir machen das Landkreis Waldeck-Frankenberg seit vielen, vielen Jahren. Das Gesicht ist meine Mitarbeiterin Katharina Wilke, steht in der zweiten Reihe, gehört eigentlich in die erste Reihe, die das sehr, sehr intensiv bespielt. Und wir haben es halt mit anderen Rahmenbedingungen zu tun. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung. Älter werdende Bevölkerung ist oft auch weniger mobil. Wir haben auch im ländlichen Raum das Wegbrechen von sozialen, familiären oder soll ich sagen nachbarschaftlichen Strukturen. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir gerade sowas wie gesundheitliche Versorgung hier im ländlichen Raum, in den kleinen Städten und Dörfern im Landkreis Waldeck-Frankenberg halten. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wir haben hier freie Kassenarztsitze, insbesondere im Südkreis.
Waldeck-Frankenbergs. Wir haben auch zum großen Teil weibliche Medizinstudiumsabsolventinnen. Da braucht es insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da braucht es, und das ist der Wunsch heute von den jungen Ärztinnen und Ärzten, geregelte Arbeitszeiten. Der Nachwuchs im medizinischen Bereich möchte nicht mehr der Unternehmer in Anführungszeichen sein, sondern der angestellte Mitarbeiter an der Gesundheit der Menschen. Und da müssen wir uns neu orientieren. Das ist übrigens ein Weg, Herr Klose, Sie werden es bestätigen, der sich auch immer weiterentwickelt. Das gibt immer mehr in so eine Richtung. Und da sind die Gesundheitszentren, glaube ich, die richtige oder eine der richtigen Antworten. Man kann es überall anders machen. Unsere Antworten hier in Waldeck-Frankenberg sind die beiden Gesundheitszentren in Frankenau heute und in Battenberg. Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Priska, sehr geehrter Herr Beigeordneter Frese, sehr geehrter Herr Bürgermeister Steiner, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Ehrengäste, selbstverständlich auch liebe Kolleginnen aus dem Hessischen Landtag. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei diesem wunderschönen Wetter die Gelegenheit haben, dieses besondere Projekt zu beginnen. Danke Ihnen für Ihre Einladung und will das auch gleich verbinden, damit mich zu bedanken für die langjährige, wirklich vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Ihrem Landkreis und meinem Ministerium, lieber Herr Frese. Sie haben es ja gesagt, Sie folgen hier wirklich einem mittellangfristigen Konzept und wir dürfen das begleiten und Sie, wo wir können, auch unterstützen. Sie unterstreichen das durch den Aufbau und durch die absehbare Inbetriebnahme genau dieser beiden lokalen und sektorenübergreifenden Gesundheitszentren in Battenberg und hier in Frankenau sehr, sehr eindrucksvoll. Und wir fördern und begleiten die Entwicklung hier im Landkreis seit 2015. Nicht nur aufmerksam, sondern wo wir können auch unterstützen. Sie haben es gesagt, ganz grundlegend war, glaube ich, der Auf- und Ausbau Ihres regionalen Gesundheitsnetzes und dann auch der Grundstein oder als Grundstein zu dem Projekt der Einrichtung von Gesundheitszentren. Und im Grunde trifft sich hier sozusagen im Kleinen das, was wir im ganz Großen gerade diskutieren. Denn wenn wir über Fragen der Krankenhausreform mit dem Bundesgesundheitsminister sprechen, dann geht es genau darum, wie auch die Gesundheitsversorgung von morgen eigentlich aussieht. Und zwar von universitären, maximalversorgenden Häusern bis hinunter in ambulant-stationäre Einrichtungen und eben dann auch Gesundheitszentren. Wir haben Ihre Vorhaben über mehrere Jahre mit Fördermitteln in Höhe von fast 350.000 Euro unterstützt. Wir heißt jetzt in dem Falle das Ministerium für Soziales und Integration. Insgesamt hat die Landesregierung noch ein bisschen mehr beigetragen, aber das will ich nicht vorwegnehmen. Und der heutige Spatenstich zeigt, wie wichtig Ihre Vorarbeit ist. Die ist wirklich vorbildlich. Ich hoffe sehr, Frau Wilke, dass sich auch viele andere Kreise und Städte was davon abschauen, denn Sie haben das sehr, sehr gut vorbereitet. Sie haben damit den Grundstein dafür gelegt, dass hier heute tatsächlich der Beginn passieren kann. Also ich freue mich sehr, dass ich mal wieder in Waldeck-Frankenberg und auch in Frankenau bin. Sie wissen ja, dass ich gerne hierher komme und heute ist ein besonderer Tag. Weil wann kommen schon mal zwei Staatsminister in einen Ort? Und das zeigt auch, dass es heute um ein besonderes Projekt geht. Meine Damen und Herren, 50% der Bevölkerung in Hessen leben in ländlichen Regionen. Also die Hälfte der Bevölkerung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen und überlegen, dass es besondere Rahmenbedingungen braucht für die ländlichen Räume, damit die Menschen dort, die Bürgerinnen und Bürger, die Älteren, aber auch die Jungen, die Gott sei Dank wieder hierher ziehen oder hier bleiben, dass die ein gutes Leben hier haben können. Und das Leben ist toll auf dem Land. Also während der Corona-Pandemie haben das so viele Leute wieder entdeckt, die Natur, dass man rausgehen kann, egal ob die Spielplätze gesperrt sind oder nicht, dass man sich auch
dass man spazieren gehen kann, dass man die Natur genießen kann. Aber natürlich brauchen die ländlichen Räume mehr als Natur. Kommando! 2, 3, 1, los! Nochmal? Gerne nochmal. 3, 2, 1, 0. Staatsminister Kai Klose für den Gesundheitsminister natürlich immer ein schönes Moment, hier etwas in Richtung Infrastruktur und Gesundheit zu tun. Konzept Gesundheitshaus ist ja nicht das neueste Konzept, das gab es ja schon mal, da hieß das Polypraxen, kommt jetzt wieder. Frage ist, müssen wir unser Gesundheitssystem grundsätzlich dringendst renovieren? Wir haben ja schon zum Teil fast englische Verhältnisse. Ja, ganz so dramatisch ist es zum Glück nicht wie in England, aber wir müssen uns natürlich den Herausforderungen stellen, denen wir uns an vielen Stellen auch widmen müssen. Beispielsweise haben wir einen wachsenden demografischen Wandel, der dazu führt, dass wir immer mehr ältere Menschen haben, die auch Gesundheitsdienstleistungen benötigen und gleichzeitig immer weniger Menschen, die auch in medizinischen Berufen arbeiten können, einfach weil mittlerweile die Babyboomer auch dann in Rente gehen. Und das zusammenzubringen ist eine große Herausforderung, gerade auch für die gesundheitliche Versorgung. Die ist sehr hochwertig in Deutschland. Wir werden, glaube ich, stärker dahin kommen müssen, zum einen spezialisierte Kliniken zu haben, die seltenere oder schwierige Dienstleistungen machen, Gesundheitsdienstleistungen, und andererseits Gesundheitszentren, kleine auf Notfallversorgung spezialisierte Krankenhäuser, die dann auch nah sind und für jeden im Notfall schnell erreichbar sind. Und das wird zusammenkommen. Jetzt sind wir hier im Kreis Waldeck-Frankenberg ja mit Krankenhäusern sehr reich gesegnet. Nichtsdestotrotz, wir haben in Deutschland generell zu viele Krankenhausbetten an den falschen Stellen. Auf dem Land fehlen sie zum Teil, weil die Wege weit sind. Und natürlich für die Angehörigen. Ich sag mal, wenn einer von Frankenberg oder Frankenau jeden Tag nach Kassel fahren muss, ist das schon eine Zumutung. Deswegen sind die Kliniken hier in der Region ja für uns wichtig. Ist auch ein bisschen für den Kreis wichtig, zurück aufs Land heißt, wir haben eine sehr gute Krankenhausversorgung. Hm. Nichtsdestotrotz, es steht eine Krankenhausreform an. Ja. Und davon wird auch an Hessen nicht spurlos vorbeigehen. So ist es. Und ich glaube, es ist auch richtig und wichtig, dass diese Krankenhausreform jetzt angegangen wird. Denn wenn wir alles einfach so weiterlaufen ließen, wie es im Moment ist, das heißt, die Krankenhäuser über das Fallpauschalensystem finanziert werden, dann würden wir in große wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Manche Krankenhäuser sind schon in solchen Schwierigkeiten. Deshalb ist es richtig, das Thema anzugehen, zu schauen, wie organisieren wir die Krankenhauslandschaft in Deutschland insgesamt anders, aber auf der Grundlage dessen, was jetzt auch da ist. Und ich glaube, dass die grundsätzliche Idee zu sagen, es gibt unterschiedliche Versorgungslevel, also Maximalversorger beispielsweise an den Universitätskliniken, dann etwas kleinere Krankenhäuser, die nicht alles machen, aber doch vergleichsweise viel, und dann die Level 1 Krankenhäuser, die sozusagen für die Nahnotfallversorgung da sind. Das ist der richtige Weg. Das wird dann auch Eingang in die Krankenhausplanung des Landes Hessen finden. Aber wenn wir es jetzt nicht angehen, dann wird es quasi durch den wirtschaftlichen Druck passieren, dass wir immer weniger Krankenhäuser haben. Deshalb unterstütze ich die grundsätzliche Reform, bin aber auch einer derjenigen, der den Bundesgesundheitsminister immer wieder daran erinnert, dass Krankenhausplanung Ländersache ist und dass wir sehr darauf achten werden, dass die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger auch weiter gut gewährleistet ist.